Zu einem einsamen Mönch sind an einem Tag ein paar Menschen gekommen. Und sie haben ihn gefragt, was für einen Sinn siehst du in deinem Leben in der Stille? Der Mönch war gerade beschäftigt mit Wasserschöpfen aus einem tiefen Brunnen. Und er hat zu seinen Besuchern gesagt, schaut mal in den Brunnen rein. Was seht ihr, wenn ihr dort hineinschaut? Die Leute sind an und haben in die Brunnen hineingeschaut und haben gesagt, wir sehen gar nichts. Nach einer kurzen Zeit hat der Mönch dann wieder zu den Leuten geschaut und hat gesagt, so, jetzt schaut doch noch mal in den Brunnen rein. Was seht ihr denn jetzt? Die Leute sind wieder gegangen und haben hineingeschaut und haben gesagt, ah, jetzt sehen wir uns selber in diesem Brunnen. Der Mönch hat zu ihnen gesagt, schaut vorher, wo ich das Wasser geschöpft habe, war es unruhig gewesen. Jetzt ist das Wasser ruhig geworden. Wartet noch ein bisschen. Was seht ihr denn jetzt? Die Leute sind wieder an und haben in die Brunnen geschaut und haben gesagt, ah, jetzt sehen wir bis an den Boden runter, bis an den Grund von diesem Brunnen. Und da hat der Mönch zu diesen Leuten gesagt, das ist die Erfahrung der Stille. Man sieht sich selber. Und wenn man noch etwas länger wartet, dann sieht man auf den Grund. Und wenn man noch etwas länger wartet, zeigt sich uns vielleicht der Grund von allen Dingen. Und das ist Gott. Also die Stille, wo ein Ort sein soll, wo ich schlussendlich bei Gott lande und Begegnung mit ihm habe. Aus der Ruhe leben oder leben im Rhythmus, das ist so ein bisschen das Thema für heute Morgen. Wer von euch oder von euch fühlt sich total entspannt? Ein Drittel, knapp ein Drittel. Wer fühlt sich gestresst oder ein bisschen unruhig oder ist so ein bisschen in der Hektik und hat viel los? Auch ein paar. He? Und dann gibt es die, die wahrscheinlich zwischendrin sich ein bisschen bewegen. He? Das Gefühl, ja, manchmal habe ich schon ein bisschen Ruhe, aber es ist gleich ein bisschen hektisch. Und, ja. Fast jede dritte Person in der Schweiz leidet unter Stress. Und das sind nicht wenig, finde ich. Stress ist nicht per se einfach etwas Schlechtes. Ich glaube, es gibt auch guten Stress, wo man angespannt ist und sich auch freut oder vielleicht gerade viel läuft und man voller Leidenschaft in etwas drin ist. Das muss nicht per se schlecht sein. Aber ich glaube, der Mensch ist nicht gemacht, dauerhaft unter Stress zu leiden oder Stress zu ertragen. Und ich erinnere an meine letzte Predigt, wo es um Prioritäten setzen gegangen ist. Und ich glaube, auch eine gute Hilfe ist, um eben so ein bisschen das Leben zu fokussieren auf das, was wichtig ist. Und ich möchte dort eigentlich mit dieser Predigt ein bisschen anhängen oder weiterführen. Zu viel Stress, glaube ich, macht uns krank. Uns persönlich, aber auch uns als Gesellschaft. Und eigentlich hätten wir ja so ideale Voraussetzungen als Christen. Wir haben die Bibel, die uns tolle Tipps gibt zum Umgang mit Stress. Da gibt es so richtige, viel stressless Bibelverse. Zum Beispiel, wirf deine Sorgen auf ihn, denn er sorgt für dich. Oder Jesus sagt, schau, mein Joch ist sanft, es ist leicht. Oder Petrus, der sagt, überlohnt eure Sorgen Gott, denn er sorgt sich um alles, was euch betrifft, um alles. Und es gibt natürlich noch mehr so Verse in der Bibel. Und trotzdem, so geht es einmal mehr, und vielleicht oder einmal einige von euch auch, fühlen wir uns manchmal überladen. Wir fühlen uns manchmal erschöpft oder fühlen uns vielleicht im Hamsterrad. Und nicht alle fühlen sich zum Glück so, das ist auch ein Geschenk. Und es geht nicht darum, dass wir nur in der Ruhe leben. Weil ich glaube, der Mensch ist per se nicht als Faultier geschaffen worden. Sondern der Mensch ist geschaffen worden, um etwas zu machen, um etwas zu kreieren, um irgendetwas zu bewirken. Das ist in uns angelegt, das macht Freude. Es ist auch schön, wenn man am Ende des Tages sieht, oh, jetzt habe ich etwas gemacht. Ich habe
wir haben hier eine Baustelle, ich darf den Keller ein bisschen umbauen. Und das ist für mich immer wieder so ein schönes Projekt, weil da sehe ich direkt am Oben oder nach einer Stunde oder nach zwei Stunden, was ich geleistet habe, was ich gemacht habe, den Dreck, den ich rausgetragen habe, das darf ich nachher auch, das habe ich heute gemacht. Das ist so etwas sehr Befriedigendes, finde ich. Aber ich glaube, dass das so befriedigt, ist auch Gott gewollt. Wir sehen das schon im Paradies, schaffen ist nicht per se etwas Schlechtes. Aber wir haben gerade letzten Sonntag auch gehört von der Marianne, wie herausfordernd ist, wenn man eben nicht mehr leisten kann, wenn man das nicht mehr machen kann und was das mit einem macht. Und sie hat auch erzählt, wie sie aufgewachsen ist. Und so ein bisschen mit der Prägung, der leistet, der zählt etwas. Der etwas macht, der ist etwas. Wenn dein Leben Output produziert, dann schaut man dich an oder dann fühlst du dich wertvoll. Was ist, wenn das nicht möglich ist? Was ist, wenn dein Leben nichts produziert oder nicht mehr produzieren kann? Dann sieht es anders aus. Und ich glaube, das ist eine der grossen Herausforderungen auch heute in unserer Gesellschaft, für uns, für alle, egal ob Christ, nicht Christ. Wir machen unsere Identität abhängig machen von dem, was wir machen. Von unseren Aktivitäten, von dem, was wir leisten. Und wenn ich mich über meine Arbeit definiere, über meine Leistung definiere, ja, dann glaube ich, entferne ich mich von dem, zu was mich Gott geschaffen hat. Ich lebe nicht so, wie es Gott gedacht hat, dass ich es erlebe. Ich darf meine Identität nicht davon abhängig machen von meiner Arbeit, wie aktiv ich bin, wie viel dass ich produziere oder geleistet habe. So will ich nicht leben und gleich merke, so einfach ist es im Alltag nicht. Und ich bin ziemlich sicher, dass wir alle so leben wollen, wie Gott das eigentlich für uns gedacht hat. Wie er es für uns Menschen gedacht hat. Und das wollen wir jetzt zusammen ein bisschen anschauen. Dass wir ausgewogen leben können, dass wir einen Rahmen finden, wie schaffen wir denn das? Und die Bibel lehrt uns eigentlich den Rhythmus zwischen eben Ruhe und Schaffen. Das ist von Anfang an eigentlich schon in der Bibel vorhanden. Und ich glaube, nicht per Zufall. Gott hat gewusst, der Rhythmus ist wichtig. Schaffen und ausruhen. Frucht bringen, aber nachher auch wieder Pause machen. Und der Rahmen, den er uns gegeben hat, der gründet auf einer Identität. Und die Identität, der müssen wir uns sicher sein. Wer bin ich denn? Und ich glaube, die finden wir, das ist so ein bisschen die Grundlage, die finden wir nur in Jesus Christus. In dem, was er für uns am Kreuz gemacht hat, dort finden wir unsere Identität, seine Liebe. Er hat uns so geliebt, dass er alle Schuld auf sich genommen hat, getragen hat am Kreuz. Bei ihm sind wir angenommen, du musst nicht etwas leisten, dass du bei ihm angenommen bist. Und das ist unsere Identität, das macht uns aus. So dürfen wir immer wieder zu ihm kommen. Du bist bei ihm akzeptiert. Du bist bei ihm geliebt. Er sieht dich bis ins Tiefste hinein und weiss, wer du bist und was du brauchst. Und durch Leistung kannst du dir das nicht verdienen. Er schenkt dir das. Das ist gegeben. Wenn wir diese Identität nicht haben, dann glaube ich, dann suchen wir oder werden wir einen Lebensstil haben, wo wir getrieben sind. Wo wir rastlos werden. Und diese Rastlosigkeit ist ein Grundübel in unserer Zeit. Wo haben wir noch Zeit und Ruhe, um auf Gott zu hören? Und das ist nicht nur für Leute, die nicht mit Gott unterwegs sind. Ich glaube, ganz vor allem auch für uns, die mit Gott leben wollen. Wo nehmen wir uns die Zeit, die Ruhe, wo wir auf Gott hören können? Und ich möchte hier, das mache ich sehr selten, aber ich denke, jetzt gehen wir in die Ferienzeit einen kleinen Werbeblock machen. Es ist immer gut, wieder mal etwas zu lesen. Und wenn ihr gute Bücher lesen wollt, das wären zwei. Vom John Mark Comer, den finde ich sehr interessant. Das eine ist «Das Ende der Rastlosigkeit», das habe ich gelesen. Es ist sehr zu empfehlen, um eben mal ein bisschen das Leben zu analysieren. Wie leben wir denn und wie,
wie hektisch und was für Sachen wollen uns da immer wieder aktivieren und eben in die Rastlosigkeit führen. Und auf Englisch heisst Ruthless Elimination of, jetzt weiss ich es gerade nicht mehr, of Hurry. The Ruthless Elimination of Hurry. So ein bisschen das Eliminieren von der Hektik. Und das gefällt mir ein bisschen besser noch als das Ende von der Rastlosigkeit. Aber ist ja egal. Es geht darum, so ein bisschen sich mit dieser Rastlosigkeit auseinanderzusetzen. Das andere, das würde ich gerne noch lesen, das habe ich noch nicht gelesen, aber es ist auch von ihm und finde ich auch sehr spannend. Hier geht es ein bisschen um die Balance zwischen Ruhe, Arbeit, das ist ein kleines Thema, das wir heute gerade haben, und die Ewigkeit. Also, fertig, Werbespot. In der Bibel, da finden wir so ein Lebensmuster, das uns zeigt, zu was wir bestimmt sind. Und so ein Muster zum ausgewogen Leben. Und der Mike Breen, das ist ein Autor, den wir auch uns immer wieder ein bisschen auseinandersetzen, als Gemeindeleitung im Moment, so mit diesen Huddle-Geschichten und von dem, was wir auch schon ein bisschen erzählt haben. Er versucht das in einem Halbkreis darzustellen. Er hat eh so verschiedene Formen, wo er eigentlich versucht, gewisse Themen mit einer Form zu zeigen, damit wir uns besser daran erinnern können. Und der Halbkreis wäre genau das, so ein bisschen die der Halbkreis, der Pendel, der schwingt von der Arbeit zu der Ruhe. Und das Ziel ist nicht, dass der Pendel eigentlich im Kreis dreht, wie verrückt. Oder das Ziel ist auch nicht, dass der Pendel auf einer Seite einfach hängen bleibt und dort sich gar nicht bewegt. Sondern eben so ein bisschen hin und her schwingt zwischen Ruhe und Arbeit. Und wir wollen starten mit 1. Mose. Wer eine Bibel dabei hat, kann die aufschlagen. Das haben die 1. Mose 1, Vers 27. Und ganz am Anfang kommt eigentlich die Ausgewogenheit schon zur Sprache bei Gott. Und das finde ich mega cool. 1. Mose 1, Vers 27 hat der Text leider nicht da, aber ich werde ihn ja jetzt lesen. Da sprach Gott, wir wollen Menschen schaffen. Also dort finde ich schon spannend, wir, das Wörtchen wir. Wir wollen, also da könnte man eine Leibpredigt machen, machen wir nicht, aber das ist schon mal ein sehr spannender Start. Wir wollen Menschen schaffen nach unserem Bild, die uns ähnlich sind. Sie sollen über die Fische im Meer, die Vögel am Himmel und über alles Vieh, die wilden Tiere und über alle Kriechtiere herrschen. So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er sie als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und gab ihnen den Auftrag, seid fruchtbar und vermehret euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz, herrscht über die Fische im Meer, die Vögel in der Luft, über alle Tiere auf der Erde. Und Gott sprach, seht her, ich habe euch die samentragenden Pflanzen auf der ganzen Erde und die samentragenden Früchte der Bäume als Nahrung gegeben. Allen Tieren und Vögeln habe ich Gras und alle anderen grünen Pflanzen als Nahrung zugewiesen. Also Gott hat schon mal geschaut, hey, wer was zu essen hat, er hat das super gemacht. Und so geschah es. Danach betrachtete Gott alles, was er geschaffen hat. Man sogar Gott hockt an und sagt, so, jetzt schaue ich mal an, was habe ich da gemacht. Und so nach einem Arbeitstag ist das eben etwas Schönes. Oder Künstler, die etwas malen, ich meine, das machst du sicher auch, gell? Wenn du fertig bist, dann so, jetzt, wahrscheinlich immer wieder, ich weiss dann, jetzt schaue ich mal an, was ich da geschaffen habe. Und das ist so etwas Schönes, einmal betrachten und zu schauen, was ich gemacht habe. Nicht schon zum nächsten Säckchen, das ich machen könnte, oder? Und Gott sagt, er schaut an, was er geschaffen hat. Und er sah, dass es sehr gut war. Und es wurde Abend und morgen der sechste Tag. Im nächsten Kapitel geht es noch weiter. Lesen wir noch zwei Verse. So wurde die Schöpfung des Himmels und der Erde mit allem, was dazugehört, vollendet. Am siebten Tag vollendete Gott sein Werk und ruhte von seiner Arbeit aus. Und Gott segnete den siebten Tag und erklärte ihn für heilig, weil es der Tag war, an dem er sich von seiner Schöpfungsarbeit ausruhte. Wenn einer nicht sich müsste ausruhen,
wäre es Gott, oder? Ganz sicher. Aber sogar er nimmt sich die Zeit, zu schauen, was er geschaffen hat. Er nimmt sich die Zeit zum Ausruhen von seinen 6 Tagen, die er die Welt erschaffen hat. Wir haben gelesen, dass Gott den Menschen nach seinem Bild geschaffen hat. Und wenn wir davon reden, dass er uns nach seinem Bild geschaffen hat, müssen wir uns ein bisschen Gedanken über das Wort Bild machen, das dort steht. Weil ich glaube, das sehr zentral ist, auch für den Halbkreis zu verstehen. Wenn du als Wort Bild denkst, was kommt dir denn in den Sinn? Farbe, ja. Landschaften. Das kommt euch noch so spontan gerade in den Sinn, wenn ihr Bild, das Wort Bild gehört. Ein Rahmen. Kopie, ja. Original. Mir kommt noch so ein Fotoapparat in den Sinn, Föteli, weiß nicht, Kopierapparat, etwas kopieren. Aber man denkt schnell an etwas, wo man sieht, wahrscheinlich eben in einem Rahmen, Handy. Genau. Man denkt vielleicht auch an einen Spiegel, wenn man da reinschaut und etwas reflektiert. Meistens sieht man ja dann sich. Oder an ein Porträt, an ein Bild. Man sagt ja, das ist jetzt noch ein gutes Bild, oder? Oder umgekehrt, wenn es nicht so gut ist. Aber zu der Zeit von Mose, wo das geschrieben worden ist, dort hat es noch kein Fotoapparat gegeben, oder? Es hat auch kein Handy gegeben. Es hat auch kein Kopierapparat gegeben. Es hat wahrscheinlich auch nicht einen Spiegel gegeben, so wie wir das kennen, wo du kannst reinschauen kannst und dann wirklich siehst, wer jetzt vor dran steht. Das war alles noch ein bisschen anders gewesen. Und das Wort Bild, das hier gebraucht wird, oder das hier die Rede davon ist, das müssen wir eigentlich besser anders übersetzen. Und zwar mit Abbild oder Prägung oder vielleicht Abdruck. Es geht eigentlich um das Bild von Gott. Wir können sagen, sein Handabdruck, den er hinterlassen hat, wo er den Menschen aus Lehm geformt hat und geschaffen hat. Wir tragen sozusagen wie einen Abdruck von ihm, von der Hand Gottes auf uns. Und der Handabdruck kann ja nur von ihm gefüllt werden und von niemandem anders, weil das ist ja, jeder hat seine eigene Hand, oder? Und seit dem Sündenfall haben wir Menschen uns eigentlich von dieser Berührung oder von diesem Abdruck, von dieser Hand Gottes entzogen. Wir haben uns losgelöst. Wir versuchen dann, den Abdruck selber zu füllen in dieser Welt mit unterschiedlichsten Möglichkeiten. Sei das Erfolg, sei es Sex, sei es Drogen, sei es Geld, sei es Macht. Was auch immer man auf dieser Welt sucht, um genau den Abdruck zu füllen. Und ich finde es spannend, dass schon in der Schöpfungsgeschichte Gott jeden oben sich mit Adam und Eva getroffen hat. Sie sind zusammen spazieren im Garten. Und ich finde, so haben sie eigentlich die Beziehung mit Gott gepflegt. Sie haben immer wieder den Handabdruck Gottes gespürt. Sie sind täglich erinnert worden, ich bin da, ich bin mit euch unterwegs, ich sehe euch. Und so haben sie sich die beiden immer wieder füllen lassen von ihm. Das heisst, sie haben täglich die Zeiten mit dem Vater gehabt. Sie haben den Auftrag gehabt, zu arbeiten, ja, das ist nichts Schlechtes, aber sie haben sich auch immer wieder getroffen mit dem Vater. Und die Arbeit kann das andere nicht ersetzen, oder? Die Arbeit kann nicht die Zeit mit dem Vater ersetzen. Die haben sie gebraucht mit ihm. Und für das hat Gott ihnen sogar einen ganzen Tag geschenkt, einen Ruhetag. Und sagt, ich gebe euch einen Tag, dann sollen die Ruhe, dann sollen wir Zeit haben füreinander. Nicht nur den Spaziergang am Oben jeden Tag, sondern einmal in der Woche, einen ganzen Tag, wo wir Zeit haben zusammen. Und Gott hat Adam und Eva gesagt, sie sollen fruchtbar sein. Und das Erste, was er ihnen schenkt, in dem Sinn, ist ein Tag der Ruhe. Der erste volle Tag, den Adam und Eva erlebt haben, ist der Sabbat.
ist ein Ruhetag. Mit dem sind sie nachher gestartet in ihre Arbeitswoche. Das habe ich, glaube ich, schon mal gesagt. Und ich glaube, das ist ein wichtiges Prinzip für unser Leben. Dass wir eben aus der Ruhe raus ins Schaffen gehen und nicht das Gefühl haben, ja, wir müssen unbedingt uns erholen vom Schaffen. Ich glaube, dann haben wir etwas umgedreht. Und wenn unsere Arbeit aus der Ruhe passieren kann und nicht umgekehrt, dann glaube ich, wird die Arbeit auch gut. Es wird etwas Erfüllendes. Es wird etwas Segensreiches. Und wenn wir uns jetzt den Halbkreis vorstellen, dann schwingt eben das Pendel so zwischen dem Bleiben in Gott, das ist die Ruhe, und zwischen Arbeit, das Fruchtbringen, dass etwas entsteht, hin und her. Du brauchst Pause, wir brauchen Pause, oder ich brauche unbedingt Pausen, wo ich Zeit in Gott habe. Das ist so wie bei dem Bild vom Weinstock und der Reben, oder? Die Reben muss verbunden sein mit dem Weinstock, damit der Saft fliessen kann. Aber es ist nicht nur eben die Ruhe, es wäre falsch, nur zu sagen, ich bleibe einfach in der Ruhe hocken und es entfließt gar nichts mehr daraus. Das wäre auch nicht das Richtige, dass das Arbeiten gar nicht da wäre oder das Fruchtbringen. Ich glaube, das ist etwas ganz Wichtiges, genauso. Darum die Ausgewogenheit, darum die Balance zwischen Ruhe und Arbeiten. Und dann kommt ein wichtiger oder noch ein anderer Aspekt dazu. Wachstum entsteht, wenn wir in Gott bleiben. Dort bei ihm sein entwickelt oder gibt Wachstum im Leben. Und hast du Strategien, wie du in Gott kannst bleiben? Hast du gute Gewohnheiten, Ritual, was auch immer, wo du Zeiten hast mit Gott? Und das wäre jetzt so die Oberspaziergänge, oder, wo Adam und Eva hatten mit dem Vater. Das wäre genau das. Ja, gestern, wir machen immer wieder einmal so B&B mit ein paar Jüngeren zusammen. Das heisst Bibel und Bier. Das heisst, wir lesen die Bibel und trinken ein Bier, eins und vielleicht zwei, aber nicht mehr. Keine Angst, das ist nicht extensiv. Wir haben es auch schon abgeändert mit Bibel und Brunch, das ist immer noch B&B, oder Bibel und Bourbon. Wir finden immer wieder Sachen, die man hier reinpacken kann. Uns ist wichtig, eigentlich die Bibel zu lesen, miteinander ein bisschen darüber reden und etwas trinken dazu, was auch noch Freude macht, im Mass. Und gestern haben wir das eben gerade wieder gehabt und da haben wir auch ein bisschen über das geredet und ich habe es spannend gefunden, wie herausfordernd es eigentlich für jeden ist. Genau das, wo habe ich meine Zeiten von der Ruhe? In meinem Tag, in meinem Tagesablauf, wo nehme ich mir das raus, wo setze ich mir den Rahmen, dass ich das habe. Und jeder ist herausgefordert, genau an diesem Punkt. Und ich weiss nicht, wie es dir geht. Vielleicht schaffst du das gut, super. Aber vielleicht bist du dort auch am Kämpfen. Und darum das Thema heute Morgen, darum der Halbkreis. Ich finde, es ist elementar, dass wir immer wieder Wege suchen, genau dorthin. Und wenn wir es nicht schaffen, das ist nicht Tragik. Dann können wir ja andere Wege suchen. Aber immer wieder in die Gemeinschaft mit Gott eigentlich sich hineinbewegen. Dann als Zweites, ich muss hier eigentlich eine andere Folie zeigen, genau. Dann haben wir gesagt, in Gott bleiben, das schenkt Wachstum, damit wir Frucht bringen können. Und dann kommt ein anderer Punkt auch noch dazu. Das Wachstum ist etwas, das passiert und die Frucht sowieso. Frucht kann man nicht machen. Das ist eine Folge von etwas. Früchte am Baum, die entstehen, wenn alles stimmt, was der Baum braucht, oder? Dann sollte es eigentlich Früchte geben. Man kann die Früchte nicht machen. Man kann einfach schauen, dass man dem Baum oder der Pflanze alles gibt, damit sie gut wachsen kann. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen bei uns so. Und ein weiterer Aspekt, dass eben Frucht gut wachsen kann, oder nachdem das die Frucht gewachsen ist, ist auch zurückschneiden. Und das ist nicht so ein schöner Aspekt vom Ganzen. Das ist nicht das, was wir gerne haben. Das ist jetzt nicht die Produktivität, die im Vordergrund steht. Und abschneiden, wer tut schon gerne abschneiden? Vielleicht bei jemand anderem, ja, klar. Und wenn es noch eine Pflanze ist im Garten, ja, klar, dann kann man das auch gut, das tut nicht so weh. Aber bei sich selber
Sachen abschneiden. Das ist nicht das, was wir gerne haben und gerne machen. Aber ich glaube, es ist etwas Zentrales. Dass wir nicht nur wachsen, dass wir nicht nur Frucht bringen, sondern dass wir auch überlegen, wo ist dran, mal etwas abzuschneiden. Und wichtig darin ist auch nicht, dass ich mir selber einfach gerade Gedanken mache, so, was schneide ich denn jetzt am besten gerade ab, was stört mich, sondern dass ich wieder ins Bleiben gehe, zu Gott gehe und sage, Gott, er ist der Gärtner. Was ist dran zum Abschneiden? Wo willst du mal einen Cut machen in meinem Leben oder etwas abschneiden? Und wenn wir in ihm bleiben, oder wenn wir immer wieder in das Bleiben, in die Ruhe zu Gott kommen, wieder uns auch zeigen, glaube ich, was dran ist zum Abschneiden. Ich glaube, viele Leute machen zu viel, grundsätzlich. Viele Leute machen zu viel. Wir wollen zu viel in unseren Tag und unseren Alltag reinpacken. Ich glaube auch, es gibt Leute, die machen zu viel in der Kirche. Es gibt auch Leute, die ich das Gefühl habe, die machen zu wenig in der Kirche, aber das ist nur mein Gefühl. Ja. Aber es gibt sicher auch die zu viel machen. Und ich glaube, auch hier dürfen wir uns immer wieder fragen, Gott, was ist dran zum Abschneiden? Und ich finde eben, wichtig ist, dass wir Gott fragen, was ist dran zum Abschneiden? Und ich glaube, es ist vielleicht gar nicht immer dran, in den Kirchen abzuschneiden. Manchmal müssen wir vielleicht auch die anderen Bereiche anschauen. Was mache ich alles in meiner Freizeit? Was schaffe ich denn überhaupt? Wie sieht mein Leben als Ganzes aus? Und vielleicht gibt es dort auch das eine oder das andere, wo ich könnte sagen, schwupps und weg ist es, oder? Vielleicht ist es an der Zeit, auch für dich, Gott mal zu fragen, was ist dran in meinem Leben zum Abschneiden, damit der Schnitt, das ist noch wichtig, finde ich, der Schnitt hat das Ziel, damit wieder Frucht entsteht. Wir können auch andersrum anschauen und sagen, ich sehe keine Frucht in meinem Leben. Dann könnte ich mal Gott fragen, was muss ich denn abschneiden, damit wieder Frucht wachsen kann. Das könnte auch ein Indikator sein, oder? Dass ein Schnitt dran wäre. Heute Morgen ist mir vor allem wichtig, dass wir eben in Gott bleiben. Ich glaube, ihr habt das schon gemerkt. Dass wir die Spaziergänge mit dem Vater nicht vernachlässigen. Und ich merke in meinem Alltag und als Pfarrer sollte man ja meinen, ist ja das kein Problem. Der beschäftigt sich ja Tag ein, Tag aus nur mit der Bibel. Und mit Gott. Aber ich merke, es ist für mich immer ein Kampf. Weil da geht es ja dann um mich. Es geht nicht darum, dass ich eine Predigt vorbereite. Es geht nicht darum, dass ich etwas organisiere für die Kirche. Sondern es geht darum, wie geht es meinem Herz und wie begegnet das Herz jetzt dem Vater. Und das bleibt, glaube ich, ein Kampf. Und ich habe verschiedene Hilfen zu geben. Eine kleine, das habe ich gestern auch erzählt in dieser Gruppe, ist, wenn ich am Morgen aufstand, meistens zu 80%, würde ich sagen, mache ich als erstes meine beiden Beine am Boden. Das ist schön, dann merkt man mal, es ist noch alles da. Und dann, wenn ich die am Boden ankomme, dann danke ich einfach mal Gott als erstes. Ich versuche mich dort gerade auf ihn auszurichten. Und das hilft mir eigentlich, dass ich nachher auch noch auf ihn ausgerichtet bin. Merke. Weil wenn ich aufstand und runtergehe und gerade anfange, weiss nicht, etwas trinken und dann ab aufs Velo, dann merke ich, da ist man schon irgendwie in einem anderen Fokus. Und so die ersten zwei Beine, oder die Beine am Boden und der erste Gedanke, schon mal bei Gott zu haben, hilft mir, dass dann vielleicht der zweite und der dritte auch noch bei ihm landen und ich nicht schon in mein Machen hineinstürze. Und der Halbkreis oder das Bild vom Halbkreis, das soll uns helfen, dass wir uns eben genau an das können erinnern. Dass wir an, wenn wir an Halbkreis, wenn ihr jetzt von jetzt an Halbkreis denkt, in eurem Leben, muss immer kommen Ruhe und Arbeit. Habe ich genug Ruhe? Ja. Dass wir immer wieder uns an das können erinnern. Oder eben wachsen und zurückschneiden. Ja, für diese Woche habe ich etwas ausprobiert, und ich sonst nicht so mache, so ein bisschen ein 5-Minuten-Projekt gemacht für mich. Ich habe mir immer wieder mal 5 Minuten Zeit genommen, um ganz still zu sein. Auf unterschiedliche Art und Weise. 5 Minuten, wo ich nicht denke, wenn möglich. Wo ich einfach bin vor Gott. Wo ich vielleicht
ihn anbeten, aber einfach bin, ruhig werden, versuche auf ihn zu hören, mit ihm im Gespräch zu sein, aber nicht irgendetwas noch planen nebendran und weiss der Gucker was. Und 5 Minuten ist, könnten wir glauben, sehr wenig. Wenn wir auf unseren ganzen Tag schauen, von 24 Stunden, ist 5 Minuten sehr, sehr wenig. Und gleichzeitig finde ich eigentlich spannend, dass wenn du mal 5 Minuten anhockst, 5 Minuten ganz still auf einem Bänkel bist, und ich habe extra den Timer im Handy gestellt, dass es läutet nach 5 Minuten. 5 Minuten können recht lang sein. Spannend, wie lang 5 Minuten plötzlich können sein. Ich habe das gemacht auf dem Zurlinden-Insel, dort hat es ein Bänkchen, um so auf der Aare rauszuschauen, das ist ein wunderbarer Platz, finde ich, um so 5 Minuten zu sein. Wir haben es in der Gemeindeleitung, haben wir es auch gemacht, zusammen. Und das habe ich auch spannend gefunden, was da für Reaktionen gekommen sind. Einfach 5 Minuten mal still sein, weil man merkt, dass 5 Minuten einfach schon eine Oase sein können, in einem Tag. 5 Minuten schon können länger, um wie mal Gedanken sortieren oder noch jemand ankommen. Ich habe es in der Aare gemacht, beim Schwimmen. Meine Frau war noch nebendran. Aber sie ist recht still. Von dem her. Ist auch sehr ruhig, gerade bei uns dort im Rombach. Das ist wie im Amazonas. Wer ist dort schon baden? Nicht viel. Nicht? Ich muss dort mal in die Aare. Das ist wie im Amazonas und es hat wenig Leute. Es ist sehr idyllisch dort, finde ich. Und ich habe gemerkt, so 5 Minuten können so viel Wert geben, in einem Tag, in einer Pause. Wenn ich merke, ich fahre auf die Arbeit mit dem Velo, gehe wieder ins Büro und vom Büro gehe wieder heim essen und vom Essen gehe wieder ins Büro. Im Velofahren kann man auch viel noch denken und machen und beten oder so, kann man ja. Aber einfach mal anhocken, 5 Minuten, das ist etwas, wo ich gemerkt habe, das tut mir eigentlich sehr gut. Mega schön. Wie sieht es bei dir aus? Wäre das vielleicht eine Idee oder hast du eine andere Idee? Da wäre ich auch interessiert. Wie schaffst du dir Gelegenheiten, für in die Ruhe zu kommen in deinem Alltag? Jetzt gerade vielleicht im Sommer, wo es ruhiger ist, wo nicht so viel läuft. Lebst du einen gesunden Lebensrhythmus? Lebst du aus der Ruhe in die Aktivität? Wo ist es an der Zeit, etwas abzuschneiden? Oder wo ist es vielleicht an der Zeit, neu mit einzusteigen? Frucht wachsen lassen? Wir wollen uns jetzt zum Abschluss dieser Predigt, weil das habe ich heute eben noch nicht gemacht, auch noch 5 Minuten Zeit nehmen. 5 Minuten einfach still sein. 5 Minuten, und wir wollen auf Gott hören. Wo wir können über ihn nachdenken. Vielleicht auch überlegen, welchen Schritt soll ich machen. Wir nehmen uns die 5 Minuten.
Wer jetzt denkt, dass die 5 Minuten lang sind? Doch ein paar, hä? Ich habe mir wirklich überlegt, ob ich soll nach 3 Minuten abbrechen. Das Gefühl, das ist doch zu lang, vom Gefühl, ja. Was für Gedanken einem durch den Kopf gehen. Was mir auch noch durch den Kopf ist, wenn wir von Ruhe und Arbeit reden, oder ein Gedanke, den mir noch gegeben ist, und ich denke, ist auch noch wichtig zu wissen, dass der Pendel ist wichtig, denn wenn ich gesund bin. In dem Moment, wo ich krank bin oder nicht mag, sieht das natürlich ganz anders aus. Dann bekommt wahrscheinlich die Ruhe und die Seite noch viel größere Bedeutung und Wichtigkeit, um dort einmal zu verharren und sich das zu gönnen, bevor man wieder in diese Seite geht. Ich glaube, das ist ganz zentral. Wir wollen jetzt in eine Zeit gehen, wo wir Gott anbeten wollen. Und wir haben in dieser Zeit 2 Lieder und dann werden wir zusammen einen Psalm beten. Daniela und der Antonio werden hinter sein. Wenn du gerne Gebet würdest in Anspruch nehmen, sei das gerade. Wenn du etwas hast, wo du das Gefühl hast, ja, da möchtest du etwas umsetzen vielleicht und möchtest Gott um den Segen bitten, dass du etwas kannst ändern kannst. Aber auch wenn du Krankheit hast oder etwas, darfst du auch gerne das Gebet in Anspruch nehmen. Sie sind hier für dich. Und beten gerne für dich. Gott lädt uns immer wieder ein, näher an sein Herz zu kommen. Er hat Ausschau nach dir. Wo bist du? Wann kommst du wieder? Und das wollen wir eigentlich durch das nächste Lied so ein bisschen zum Ausdruck bringen. Allein durch Gnade stehe ich hier. Vor einem Thron, mein Gott, bei dir, der mich erlöst hat, der mich erlöst hat, lädt mich ein, ganz nah an seinem Herz zu sein. Durchbohrte Hände halten mich. Ich darf bei dir sein, ewiglich.